Der Traktor. Kraftpaket, Multitalent und auch Made in Germany. Vor über 100 Jahren rollten die ersten Fahrzeuge mit Dampfkraft über den Acker. Heute sind sie für die Landwirtschaft, aber auch bei Transport- und Bauunternehmen nicht mehr wegzudenken. Nur noch 3 Betriebe bauen in Deutschland Traktoren. Eines davon ist Deutz im schwäbischen Lauingen. Unter der Obhut von Produktionsleiter Kai Seifener rollen die Alleskönner täglich vom Band. Die Durchlaufzeit eines Schleppers von der Rohkabine bis hin zum Bandablauf sind im Einschichtbetrieb ca. 2 Tage. In Summe stellen wir in diesem Jahr ca. 5000 Traktoren her. Heißt im Schnitt ca. 25 pro Tag. Wir liefern weltweit. Hauptabsatzmarkt ist Europa, da im Besonderen Deutschland, Spanien und Frankreich. Und hier befindet sich die Wiege der Traktorenherstellung, die Schweißerei. Diese Station zählt zu den wichtigsten in der kompletten Fertigung. Denn hier wird die Basis für ein robustes, widerstandsfähiges und langlebiges Fahrzeug gelegt. Die Arbeit dieser Männer ist der Garant für einen zuverlässigen Einsatz auf jedem Gelände. Nachdem die Kabinenrahmen ausgekühlt sind, werden sie in unterschiedliche Lösungen getaucht, die in erster Linie als Korrosionsschutz dienen. Gerade Traktoren sind stets Wind und Wetter sowie massiver Beanspruchung im Gelände ausgesetzt. Umso mehr Bedeutung erhält hier der Witterungsschutz des Kabinenrahmens, der in der Lackierbox letztendlich zum Abschluss gebracht wird. Jetzt kann der Zusammenbau der Fahrerkabine beginnen. Bis jedoch jeder Handgriff am Band sitzt und jedes Bauteil seiner Funktion zugeführt wird, entwickeln die Ingenieure den Traktor am PC und stellen sich hier immer wieder großen Herausforderungen. Eine der größten Herausforderungen ist, dass ein Traktor eines der vielseitig einsetzbaren Fahrzeuge ist. Im Gegensatz zu einem PKW oder LKW, weil es sich meistens zumeist nur auf dem Straßentransport befindet, ist ein Fahrzeug, ist ein Traktor überall, also auch im Offroad-Bereich, einsetzbar. Doch bis zum Traktor des 21. Jahrhunderts war es ein langer, sehr langer Weg. 1876 macht Nikolaus August Otto die bahnbrechende Erfindung des Viertaktmotors. Aber es vergehen noch Jahrzehnte bis zur ausgereiften Motormaschine für die breite Landwirtschaft. Nikolaus August Otto entwickelte 1876 diesen Gasantrieb und war somit der Pionier für die spätere Traktorenherstellung bei Deutz. Aus einem stationären Gerät wurde über Jahrzehnte schließlich ein Nutzfahrzeug. Vor uns steht die Wiege von Deutz. Und zugleich, was viele nicht wissen, ist das hier auch die Wiege des Ottomotors, des Viertaktmotors und der auch die Revolution, die Motorisierung für die heutigen Pkw nach wie vor gestartet und entwickelt hat. Und Daimler kam dann erst später dazu und hat dann diesen Motor eben in die PKWs eingebaut und auf den Markt gebracht. Für die Landwirtschaft war die Erfindung des Traktors revolutionär, wenngleich die ersten Modelle kuriose Ausmaße und Formen hatten. In Amerika läuft 1894 die erste Otto Gasoline Zugmaschine mit 26 PS, Gewicht 5,4 Tonnen. 1907 wird in Deutschland die Pflug-Lokomotive entwickelt. Vierradantrieb, vor- und rückwärtsfahrend, 40 PS. Der Automobilpflug, Gewicht 3 Tonnen, 25 PS, bei 10-stündiger Arbeit, Benzinverbrauch 196 Liter. Die ersten Zugmaschinen, sogar mit Kabine, erscheinen um 1920 in der Landwirtschaft. Der Dieselmotor im Schlepper hält 1924 seinen Einzug auf dem Lande. Das Inbetriebsetzen des MTH 222 ist bei Kälte nicht ohne Gefahr. Verdampferkühlung, Rollenkette zum Getriebe.
Dieser Schlepper wird weniger zum Schleppen, sondern mehr als mobile Antriebskraft für Dreschmaschinen, Sägen und andere Maschinen eingesetzt. Die Kraft kann dieser Schlepper nur über die Hinterräder oder über die auf der Kurbelwelle sitzende Riemenscheibe abgeben. Ende der 20er Jahre sind zwei voneinander abweichende Entwicklungstendenzen im Schlepperbau erkennbar. 1929 kommen Schlepper mit fest angebauten Arbeitsgeräten auf den Markt. Sie werden ausschließlich zum Mähen eingesetzt. Es handelt sich um die ersten selbstfahrenden Arbeitsmaschinen in der Landwirtschaft. Schon damals hat man versucht, den Traktor so vielseitig wie möglich einzusetzen. Dieser Philosophie ist man bis heute treu geblieben und hat die Einsatzgebiete stetig erweitert. Entsprechend komplex und anspruchsvoll ist die Konstruktion und der Bau der Fahrzeuge, wenngleich man sich auch heute immer wieder alter Erfindungen und Ingenieurskunst bedient. Bei Deutz kann man hierbei auf einen reichhaltigen Fundus zurückgreifen. Es gibt ein altes Sprichwort, man sollte das Rad nicht immer wieder neu erfinden. Aber wir nutzen natürlich alte Technologien, weil die alten Technologien nicht unbedingt veraltet sind. Versuchen die aber eigentlich zu kombinieren mit neuen Technologien wie Elektrik, Elektronik und versuchen die ganzen Systeme dann einfach miteinander so zu kooperieren, dass es wirklich ein einheitliches System, ein einheitlich zusammenspielendes System ist. Der Weg geht weg von der klassischen mechanischen Steuerung immer mehr auf die elektronische Steuerung, weil die Elektrik, Elektronik nämlich hilft, Schwachpunkte der Mechanik, wo es einfach schwer ist, mechanische Lösungen zu finden, weil es auch zu teuer ist und zu ineffizient ist, um mechanische gute Lösungen zu finden, die werden zudem durch die Elektrik, Elektronik unterstützt hier. Und das sind eigentlich die Hauptaufgabengebiete in der Zukunft. Der Geist der Ingenieure ist das eine, das Handwerk der Techniker und Monteure das andere. Über 3000 Teile werden hier verbaut, entsprechend routiniert, fingerfertig und eingespielt müssen die Männer am Band sein. Timing in Perfektion. Der Arbeitsinhalt an einem Takt ist zurzeit 18,75 Minuten. Und jeder Mitarbeiter muss in der Lage sein, innerhalb dieser Zeit seine Arbeitsaufgabe zu erfüllen, damit wir auch am Ende einen Traktor zusammenbekommen. Ebenso wie in der Automobilbranche steigen auch die Dimensionen beim Traktorenbau. Insbesondere die Elektronik stößt immer neue Grenzen auf. Aufgrund der steigenden Anforderungen an einen Schlepper steigt auch die Anforderung an die Elektronik. Heutzutage verbauen wir schon mehr als 800 Meter an Kabelbäumen in einem Schlepper, was schon deutlich mehr ist als damals in der Apollo 13. Die Entwicklung des Traktors war nicht nur für die Industrie eine Bereicherung. Aber auch für die kleineren Betriebe geht die technische Entwicklung voran. So erscheint 1936 der 11 PS Bauernschlepper. Er wird oft einfach vor die Geräte für Pferdezug gespannt. Und wieder weitere Fortschritte. Neben Riemenscheibe und Zapfwelle, angebautes Mähwerk und Luftbereifung. Der erste Kleinschlepper der Welt wird zum meistgekauften seiner Zeit. Für die Bauern war in den 30er Jahren dann die Revolution in der Landwirtschaft, die Motorisierung kam und somit wurden mit diesem Bauernschlepper dann die Pferde, die Rinderkraft ersetzt. Also was früher die Pferde und die Rinder angetrieben haben oder gezogen haben, konnte nunmehr mit dem Elfer Deutz, mit dem Bauernschlepper gemacht werden. Ja, man sieht hier auch schon beim Elfer Deutz die Beständigkeit von Deutz an der Farbe, an der Schriftart. Das sind eben bewährte Dinge, die bis zum heutigen Tag beibehalten wurden. Traktoren kommen heute nicht mehr nur in der Landwirtschaft, sondern wie hier als Antrieb für Schneefräsen zum Einsatz. Entsprechend hat sich auch die Auswahl der Modelle über die Jahrzehnte gewandelt. Die Modellpolitik, die wir jetzt erfahren, also früher waren sie eben zwei, drei. Mittlerweile ist natürlich die Anforderung größer und deshalb bieten wir auch viel mehr Modelle an, also irgendwo um die circa 80 Modelle, verschiedene Modelle, was wir jetzt haben. Aus dem Grund, weil wir jetzt Kunden haben im Gartenlandschaftsbau, in der Landwirtschaft, Lohnunternehmer, Kommunen, im Weinbau und die haben eben alle spezielle Anforderungen an die Traktoren. Das ist die Baugröße, die Abmessungen, das Gewicht, die technische Ausrüstung und deshalb die vielseitige Modellpolitik jetzt, um eben das passende Gerät dann für den Kunden anbieten und produzieren zu können. Die Kraftpakete müssen sich heute durch Eis, Schnee und Wüstensand schleppen.
In der Folge steigen auch die Anforderungen. Damit der Schlepper nicht schlapp macht, kommt er erstmal ins Trainings-, Kälte-, Hitze- und Höhenlager. Kurz gesagt, auf den Prüfstand. Ziel aller Prüfstandsversuche sind, die Maschinen an ihre Grenzbereiche zu bekommen und sogar die Maschinen über ihre Grenzbereiche zu bewegen. Hauptaugenmerk hierauf ist, die Maschinen praxistauglich zu bringen und vor allem auch neue Technologien zu erkunden und zu erproben. Die Tests am Prüfstand sind enorm wichtig. Nur so können in der Folge Rückrufaktionen und Reklamationen beim Kunden vermieden werden. Ist ein Schlepper erstmal in Produktion, ist es aufwendig und kostspielig, die Fertigung zu modifizieren. Um Prüfstandsuntersuchungen heutzutage so realistisch wie möglich zu gestalten, werden in der Praxis Fahrsituationen in den unterschiedlichsten Ländern und während der unterschiedlichsten Einsatzbedingungen mit Messgeräten aufgezeichnet. Diese Daten werden dann per PC auf die Prüfstände transferiert und mit diesen Prüfständen sind wir dann in der Lage, genau jene Einsatzfälle 100% nachzufahren und auch in den widrigsten Umgebungsbedingungen. Es gibt mittlerweile sehr viele Prüfstände, weil ich auch direkt Leistungen direkt an den Rädern und Achsen abnehmen oder auch, weil ich auch Schocksimulationen, wie zum Beispiel Unebenheiten auf dem Feld, auf der Straße simulieren kann. Nachdem sämtliche Prüfstandsläufe erfolgreich abgeschlossen wurden, findet die nächste Phase der Erprobung statt. Diese findet mit tatsächlichen Maschinen draußen bei Kunden einen tatsächlichen Einsatz statt. Und zwar Kunden sowohl in Deutschland, aber auch weltweit, in allen Regionen unter allen Einsatzbedingungen. Dies ist für uns dann die Garantie, dass wir den Bezug schaffen zwischen Realität und Prüfstand und dass wir auch die Vergewisserung bekommen, dass unsere Produkte, welche wir entwickeln, kundenfreundlich sind und auch für den tatsächlichen Betrieb und Einsatz geeignet sind. Doch nicht nur Drehmoment, Karosserie und Getriebe kommen unter den Dauertest, auch die Ökologie fließt in die Untersuchungen mit ein. Gerade die Geräuschentwicklung bei Traktoren spielt immer eine größere Rolle. Denn einerseits wollen wir die Umwelt und unsere Mitmenschen wenig belasten, aber andererseits will jeder Fahrer, der ein solches Gerät hat, ähnlich wie ein Porsche-Fahrer, auch den satten Klang von 440 PS zum Beispiel unter der Haube spüren und auch hören wollen. Inzwischen nimmt unser Deutz-Schlepper Gestalt und Form an. Während auf der einen Seite die Kabine gebaut wird, wird auf der anderen Fertigungsstraße der sogenannte Kraftsatz montiert. Das Zusammenspiel aus Motor und Getriebe. Hier pocht bald das Herz des Schleppers. Geballte Energie aus bis zu 440 PS. Vor einigen Jahren noch unvorstellbar. Am Kraftsatzband bauen wir das Grundgerippe des Traktors zusammen, welches besteht aus dem Getriebe, dem Motor und der Vorderachse. Auf dem Getriebe baut sich dann die komplette Hydraulik auf. Allein die Hydraulik besteht aus ca. 1000 Teilen. Hier auch eine der Herausforderungen für unsere Konstruktion und auch Arbeitsvorbereitung, uns vorzugeben, wie, wann und wo welches Teil zu verbauen ist. Jeder, der Modellbau betreibt, weiß ein Lied davon zu singen. Jeder der Arbeiter ist ein Spezialist auf seinem Gebiet. Nur so kann ein reibungsloser Bau und auch die zeitliche Vorgabe eingehalten werden. Rund 50 Stunden benötigt das Team, bis der fertige Traktor vom Band läuft. Früher hat man trotz geringerer Bauteile und Ausstattungsvarianten weit mehr als das Dreifache gebraucht, obgleich man hier Roboter oder andere Hilfsmittel vergebens sucht. Jedes Element, wie zum Beispiel die Fenster, werden hier von Hand verbaut. Ein Markenzeichen der Deutz-Kabine ist die hervorragende Rundumsicht. Die Techniker müssen hierbei den Bau von über 8 unterschiedlichen Modellen sowie von verschiedenen Ausstattungsvarianten automatisiert haben. In Bruchteilen von Sekunden müssen sie zum richtigen Bauteil für das entsprechende Fahrzeug greifen.
Um den Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden, testen wir zum Abschluss der Kabine die Kabine 100% auf Funktion, um auch hier dieses Made in Germany absolut einhalten zu können. Der Höhepunkt naht. Kabine trifft auf Kraftsatz und Fahrgestell. Spätestens jetzt wird sich zeigen, ob die Arbeiter mal wieder millimetergenau gearbeitet haben. Aber letztlich auch ein Verdienst der Ingenieure. In der Automobilproduktion gibt es auch in der Schlepperproduktion die sogenannte Hochzeit. Wir verbinden hier die Kabine mit dem Kraftsatz. Auch an diesem Arbeitsgang ist wieder ein Höchstmaß an Genauigkeit und Präzision gefragt, damit diese beiden Teile exakt zusammenpassen. In der Kürze der Zeit müssen hier zahlreiche Schlauchverbindungen und Steckverbindungen miteinander verbunden werden. Hochtechnologie Made in Germany. Ein Markenzeichen und Verkaufsgarant auf den Weltmärkten. Das Label wurde jedoch in der Vergangenheit auch schon etwas überbewertet. Made in Germany war während der 90er etwas in Verruf geraten, weil Made in Germany bedeutet in den 90ern, das Typenschild war aus Germany, aber die restlichen Komponenten waren irgendwoher. Und teilweise war dies ein ziemlicher Umbruch für die Qualität. Es wurde eigentlich keine Qualität geliefert. Dieser Sinneswandel hat sich Gott sei Dank gewandelt hier. Für uns bedeutet eigentlich Made in Germany, wir wollen hier in Tauingen, wir wollen hier in Deutschland wieder produzieren mit unseren Lieferanten, nicht nur aus Deutschland, sondern weltweit, aber mit unseren Lieferanten gute Qualität zusammen liefern. Das heißt also gute Produktionstätigkeiten zusammen. Und all dies heißt dann für uns ein qualitativ hochwertiges Produkt für unsere Kunden und dies heißt dann wieder Made in Germany. Dessen sind sich die Mitarbeiter auch bewusst und stolz darauf, Made in Germany zu verkörpern. Inzwischen nähert sich der Traktor seinen letzten Baustationen. Zum Ende der Montage wird der Traktor zum ersten Mal auf der Linie gestartet. Ist wie immer ein spannender Moment, denn erst jetzt zeigt sich, ob alles funktionieren wird. Und natürlich funktioniert es. Das Baby ist geboren und schreit dank Dieselkraftstoff seinen Tatendrang aus dem Auspuff. Heute werden alle Traktoren mit Dieselaggregaten angetrieben. Das war nicht immer so. Nach dem Krieg wurde man durch die Not erfinderisch. Später in der Kriegszeit ist der Brennstoff knapp. Die Landwirtschaft stellt die Schlepper auf Holzgas um. Im Generator wird das Holz entzündet und über ein Gebläse wird so lange die Glut erhitzt, bis zündfähiges Holzgas ausströmt. Dann ist der Schlepper fahrbereit und kann Arbeit leisten. Im Generator bilden sich nach nicht allzu langer Zeit Hohlbrenner, die mit einer Stange beseitigt werden müssen. Bei dieser Gelegenheit wird dann auch gleich Holz nachgetankt. '50. Schlepper mit luftgekühltem Motor finden schnelle Verbreitung. Der 15er Deutz. Dieser Schleppertyp bildet die Grundlage für die Entwicklung einer ganzen Schlepperreihe, aufbauend auf einer Motorenbaureihe mit Luftkühlung. Man sieht in den 80 Jahren Deutz und Deutz Fahr die Beständigkeit der Marke. Wenn man nach dem Krieg schaut, waren es über 300 Hersteller. Nunmehr sind drei Standardtraktorenhersteller übrig geblieben, die in Deutschland produzieren. Aber auch die Beständigkeit und der Fortschritt spiegelt sich am besten an diesem Modell, dem Agrigstra, der 1992 vom Band in Köln lief, als 1-millionster Traktor. Inzwischen steuern wir auf den 2-millionsten Schlepper zu, wobei hier die Technik nicht stehen geblieben ist. Die Entwicklung geht weiter, die Anforderungen für die Traktoren ist was anderes wie damals. Und da halten wir heute noch stand. Aber nicht nur in der Technologie erlebt man mit jedem Modell Fortschritte. Auch das Design wurde immer wieder neu in Szene gesetzt. Ein Traktor ist nicht mehr alleine Nutzfahrzeug, sondern auch Statussymbol und Prestigeobjekt. Das Auge fährt eben auch auf dem Acker mit. Entsprechend wird auch durch Design, Form und Schönheit ein Kaufanreiz vermittelt. In der Fertigungsstraße macht der Traktor bei einem anderen Kraftpaket Stopp. Was hier so spielerisch aussieht, erfordert enorme Präzision und letztlich auch viel Muskeleinsatz. Über 2 Tonnen stemmt dieser Mann am Tag
und verschraubt die rollenden Gewichte an der Achse. Der letzte Arbeitsgang in der Montage ist die Montage der Reifen. Ein Reifen wiegt bis zu 400 Kilo, wird mit bis zu 10 Schrauben befestigt, um die enormen Drehmomente auf den Boden bringen zu können. Bevor der Kraftprotz seinem neuen Besitzer übergeben wird, geht es an die Feinjustierung für die komplette Lichtanlage sowie die Sicherheitseinrichtungen. Nach Produktion wird der Schlepper an die Qualitätssicherung übergeben. Diese prüft den Schlepper nochmal durch auf Herz und Nieren. Wenn dann alles in Ordnung ist, geben wir den Schlepper an den Traktorenversand und der versendet dann an die entsprechenden Händler. Endlich! Der Schlepper Made by Deutz ist fertig. Damit auch wirklich nichts dem Zufall überlassen wird, rollt der Traktor in die sogenannte Endkontrolle. Hier werden sämtliche Bedienelemente, vom Motor über das Getriebe bis hin zur Hydraulik, durchgecheckt und einer Funktion unterzogen. Das Gerät muss jetzt halten, was Made in Germany verspricht. Der hausinterne TÜV. Gibt es hier grünes Licht, steht einer ersten Probefahrt auf dem Testgelände nichts mehr im Weg. Währenddessen machen sich die Ingenieure schon Gedanken über die Zukunft. Die größten Innovationen werden in Zukunft nicht durch die Mechanik stattfinden, sondern durch die Elektrifizierung, durch die Hybridisierung, weil dies einfach eine deutlich höhere Steuerregelbarkeit bedeutet, Effizienzsteigerungen bedeutet hier. Umweltschutzgedanke ist auch hier ein Ziel, weil wir dann eigentlich kein Öl mehr im Traktor haben. Auch dies muss man berücksichtigen hier, der Umweltschutzgedanke. Aber Hauptzielpunkt wird es sein, die Steuerungen so zu vereinfachen, dass der Fahrer im Prinzip nur noch eine Überwachungsfunktion hat, eine reine Überwachungsfunktion und nicht mehr daran denken muss, was muss ich als nächstes bedienen, dass es funktioniert. Endlich kann der Deutz Agroton TTV 630 zeigen, was er kann. Das 6-Zylinder-Turbodieselaggregat treibt mit über 200 PS die Fräse mächtig voran. Spätestens jetzt erschließt sich, warum bei dieser Arbeit auch ein sattes Drehmoment notwendig ist. Dank der voluminösen Reifen mit Kettenbespannung kann der Traktor seine komplette Kraft am Boden und an der Zapfwelle entfalten. Bis zu einer Tonne Schnee werden hier in wenigen Minuten weggefräst. Letztlich hat das multifunktionale Arbeitstier auch seinen Preis. Die Maschine hier liegt bei ca. 95.000 Euro und wir liegen auch hier, was die Leistung betrifft von dem Modell hier, bei 200 PS, in der 200 PS Klasse und ja, der Traktor wird sehr häufig eingesetzt für Transportarbeiten, was ja die Hauptaufgabe ist von vielen Betrieben, weil sie müssen ihre Ernte eben nach Hause bringen. Viel Ernte wird auch verkauft, Getreide eben. Und deshalb läuft auch sehr viel auf der Straße ab. Und das ist auch ein Punkt, der sich in der Entwicklung, der für uns in der Entwicklungsphase sehr wichtig ist, dass die Traktoren mittlerweile keine 6 Kilometer, was der Ursprung war, von der Höchstgeschwindigkeit war. Nunmehr laufen sie halt 50, 60 Kilometer. Mittlerweile, das sind so die Neuheiten. Und in dem Punkt, was mit der Höchstgeschwindigkeit auch zusammenhängt, ist der Fahrkomfort. Die Traktoren sind mittlerweile komplett gefedert. Wir haben Vorderachsfederungen drin, wir haben Kabinenfederungen drin, damit einfach auch der Fahrer über den Tag hinweg entlastet wird, gesundheitlich auch geschont wird. Und deshalb ist für sehr viele Kunden das auch ein Kaufkriterium, um hier eben einen sehr hohen Fahrkomfort zu erzielen. In über 80 Jahren haben sich die Traktoren von Deutz vom einfachen Bauernschlepper zum hochmodernen Alleskönner entwickelt. Ob als Antrieb von Seilwinden, in der Forstarbeit,
im Transport von Futtermittel, beim Winterdienst oder klassisch in der Landwirtschaft zur Hege und Pflege der Äcker. Mit über 100 unterschiedlichen Arbeitsgängen ist er der Weltmeister unter den Nutzfahrzeugen.